Hallo und euch allen ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Adventsvideo von mir. Mein Name ist Karin und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Es ist der dritte Advent. Ja, die Zeit, die geht ziemlich schnell vorbei und ich bin ganz froh, dass heute die Sonne scheint. Wir haben zwar auch dicke Wolken, aber sie ist immer wieder zu sehen. Es ist Dezember und im Dezember haben wir sehr viel mehr Sonnenschein als im November. Dafür ist es leider auch sehr, sehr kalt. Und ich musste gerade eben das Fenster so ein bisschen abdunkeln, weil ich habe gar nichts mehr gesehen. So hell war es momentan. Ja, wie ihr seht, ich habe meinen Weihnachtspulli an. Ich ziehe den ganz gerne in der Weihnachtszeit an, weil ich finde, die Farben passen so gut. Also das ist ein Modell von Jorge Locatelli. Ein ganz einfacher Pulli. Ich habe den in drei Farben gestrickt. Man kann den auch in einer Farbe stricken. Und das ist die Farbe Glühwein, Sand und das ist die Farbe Nadelwald. Und der ist mir fast schon ein bisschen zu warm für hier drin, aber solange ich das Video drehe, das ist ja nicht so lang, ist es absolut okay. Also, ich freue mich, dass ihr da seid und ich habe zu danken. Ich bedanke mich bei allen, die sich gemeldet haben, die mir ein bisschen Feedback gegeben haben zu den bisherigen Garnen, die ein bisschen erzählt haben, was sie damit stricken und Fotos geteilt haben. Ich freue mich sehr darüber und würde mich auch freuen, wenn sich noch mehr von euch melden, vielleicht auf Ravelry, vielleicht aber auch hier direkt dieses Video kommentieren. Also macht gerne mit, wenn ihr möchtet. Und ich komme jetzt schon zum Tee. Ich habe mir hier einen Tee gekocht. Zum Wohl. Es ist ein Früchtetee. Und ich bin nicht so der ganz große Früchtetee-Fan, aber den finde ich tatsächlich ziemlich gut. Und zwar ist es der Holunderbeere und Echinacea-Tee von Pukka. So sieht die Verpackung aus. Also ich trinke den ganz gerne. Ich hoffe, ihr auch. Der ist schön warm, auf dass mir noch wärmer wird in meinem Pulli. Also, ihr Lieben, sollen wir zur Tat schreiten? Erstmal möchte ich ein bisschen was erzählen zur Farbe. Ich wollte etwas haben, das so richtig reinhaut, so richtig kräftig ist und vielfarbig ist. Und habe mir meine Bücher zum Thema Färben angeschaut und habe eine Färbetechnik gefunden, die ich bis dato noch nicht so wirklich kannte. Ich habe zwar mal was davon gehört, aber ich dachte, ich muss das mal in die Tat umsetzen und ausprobieren, wie das funktioniert. Und es hat ganz gut geklappt. Es ist eine sehr aufwendige Technik. Das heißt, ich konnte jedes Mal nur fünf Stränge Wolle färben und das hat fast den ganzen Tag gedauert. Ihr habt also eine kleine Besonderheit in der Hand und ich hoffe natürlich, dass sie euch gefallen wird. Mal schauen. So sieht das Päckchen aus. Vielleicht ist einigen aufgefallen, es ist ein sehr langes Päckchen. und es ist eine Decay-Wolle. Das heißt, er eignet sich hervorragend für Mützen, für Kauls, für Stulpen oder ja, dafür, dass man es zusammenstricken kann mit einer anderen Farbe. Und ich bin wirklich gespannt, wie euch diese Färbung gefallen wird. Wie gesagt, die war sehr, sehr aufwendig. Also, tada! Wie ihr seht, das sind ganz viele Farben miteinander vereint. Man sieht etwas Rötliches, Pinkfarbenes, Magentafarbenes, Lila, Blau. Man sieht auch so helle Stellen. Hier auf der anderen Seite ist es genauso. Ich finde es wunderschön. Ich hoffe natürlich ihr auch. Ich weiß nicht, ob euch sowas gut gefallen wird. Ich denke aber, so als Farbtupfer kann es nicht schaden, mal etwas Buntes zu haben, das man ja auch zum Beispiel in einem Brioche-Projekt zusammen verstricken kann mit etwas sehr Neutralem. Dann würde es ganz, ganz toll aussehen. Leider kann ich kein Brioche, beziehungsweise ich habe es tatsächlich probiert, zweifarbiges Brioche, und ich fand es so anstrengend, Leute. Ich habe es aufgegeben. Ich habe aber damit etwas gestrickt, was ich euch dann zeigen kann. Und zwar habe ich mich für einen Kaul entschieden. Das ging also recht flott. So sieht also
die verstrickte Wolle aus. Ihr seht, da ist sogar ein bisschen Gelb dabei. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das zu stricken. Das ging also total flott, dadurch, dass die Farben immer so am Wechseln sind und man sich immer überlegt, wie geht es jetzt weiter. Man muss nur schauen, dass man es bei Licht strickt, damit man das auch mitbekommt. So sieht die andere Seite aus und ihr könnt euch vorstellen, dass jeder Strang ganz individuell gefärbt ist. Also keiner ist wie der andere. Dieser schöne Kaul heißt Structured Alpaka Kaul von Pearl Soho. Es ist eine kostenlose Anleitung, die ich euch natürlich verlinken werde. Falls ihr also Interesse habt, könnt ihr den stricken. Und der ist relativ groß. Ich habe den ein bisschen kleiner gemacht als in der Anleitung, weil ich relativ klein bin. Und ich habe noch so viel Wolle übrig. Das heißt, ich hätte durchaus weiter stricken können. Und wie gesagt, ein Brioche. Projekt wäre sehr, sehr toll oder auch ein Mosaikprojekt, also ein Hebemaschenprojekt, wenn man das gut findet und kann. Ich würde nur keine zu dunkle Wolle wählen, sondern eher etwas helleres, vielleicht so ein ganz, ganz zartes Blau könnte ich mir damit sehr gut vorstellen. Also, das ist die Heavy Merino und die hat eine Lauflänge von 230 Meter, das sind 115 Gramm. Und ich habe die Farbe Joy genannt, also Freude, weil ich sehr viel Freude hatte beim Färben, trotz der extremen Probleme. Und ja, es hat wie gesagt sehr, sehr lange gedauert, diese Färbung zu machen. Ja, deswegen hoffe ich natürlich, dass sie euch gut gefällt und dass ganz viele Cowls zum Beispiel entstehen oder Mützen oder ja, sonstiges, alles, was euch einfällt. Ich finde die Farbe so gut, ich werde die auch nochmal färben, vielleicht auf Sockenwolle. Ich stelle mir Socken in dieser Färbung auch sehr, sehr schön vor. Aber auch sogar ein ganzer Pulli könnte ich mir auch gut damit vorstellen. Ich ziehe mal diesen Kaul an, dann seht ihr mal, wie der gemeint ist, weil der sieht ein bisschen komisch aus. So. Und zwar seht ihr, dass hier vorne so eine Art Lätzchen ist. Das ist Absicht. Das soll so ein bisschen vor Kälte schützen, wenn man zum Beispiel so einen V-Ausschnitt-Pulli drunter hat. Und der Kaul ist relativ lang, obwohl ich den eigentlich gekürzt habe. Ist er trotzdem ziemlich lang. Ich finde, der steht mir total gut. Es ist relativ dunkel, es macht irgendwie so eine schöne Hautfarbe auch und es passt auch zu sehr, sehr vielen. Also ich habe eine blaue Jacke, zu der es total gut passt. Es geht aber auch zu dunklen Jacken, zu schwarz zum Beispiel würde es auch wunderbar passen oder auch zu ganz hellen Jacken. Ja, ich bin super zufrieden damit, muss ich sagen. Ich habe den jetzt zweimal getragen, hält ziemlich dicht, auch gegen Wind und man kann den auch so hochziehen. Dient zwar nicht als Maskenersatz, ganz klar, aber wenn mal so ein kälterer Wind weht und man es noch weit nach Hause hat, dann tut das auch mal ganz gut, den mal so hochzuziehen. Also schöner, warmer, kleiner Kaul, der auch schnell gestrickt ist. Ja, ich bin gespannt, was ihr draus macht und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Wie gesagt, die Färbung, ich kann mir vorstellen, dass einige sagen, oh toll, ganz, ganz toll. Es gibt aber bestimmt auch unter euch einige, die sagen, das ist mir viel zu bunt, aber keine Sorge, denn wir haben ja noch einen Advent. Das heißt, es wird auch für jeden etwas dabei sein, auch für die, jajenigen von euch, die vielleicht nicht so ganz auf bunt stehen. Aber ich dachte, so in diese Jahreszeit passt auch etwas, was ein bisschen festlicher ist. Und das finde ich auch irgendwie eine festliche Farbe. Macht sich auch schön als Geschenk, vielleicht unterm Tannenbaum, wenn ihr damit nicht so sehr viel anfangen könnt. Aber ich glaube, so eine Mütze oder so ein Kaul kann eigentlich jeder von uns ganz gut gebrauchen. Ja, ich hoffe also, ihr lasst euch was Schönes damit einfallen. Ich hoffe, ihr mögt den Tee und ich hoffe, ihr meldet euch und lasst uns wissen, ja, wie ihr das seht, ob euch die Farbe gut gefällt. Und ich wünsche euch bis zum nächsten, bis zum vierten Advent in einer Woche alles, alles Gute. Habt eine schöne Zeit
und lasst euch nicht stressen. Und ja, feiert schön vor, falls ihr das müsst. Man weiß ja nicht, was jetzt noch alles kommen wird in der nächsten Zeit, ob man viel reisen wird können oder nicht. Ja, lasst es euch auf jeden Fall gut gehen und lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Also, bis demnächst. Tschüss.